Nach dem sprunghaften Anstieg der Todesfälle seit Beginn der Hitzewelle sind in einigen Städten Deutschlands die Leichenhallen überfüllt. Lebensmittelkühlhäuser werden, wie bereits im vergangenen Hitzesommer, zu Leichenhallen umfunktioniert. Die anhaltenden Temperaturen über 40 Grad haben die Todesfälle in ganz Europa dramatisch steigen lassen. Europaweit starben bisher mindestens 180.000 Menschen. Vor diesem Hintergrund startet heute in Berlin ein aufsehenerregender Prozess vor dem Internationalen Gerichtshof. 31 Staaten des globalen Südens verklagen die Bundesrepublik Deutschland. Sie werfen ihr massive Versäumnisse im Klimaschutz vor und fordern Schadensersatz in Milliardenhöhe. Das Verfahren gilt als eines der bedeutendsten in der Justizgeschichte. Dass der Prozess in der deutschen Hauptstadt abgehalten werden muss, ist auch eine Folge der sich immer weiter zuspitzenden Klimakrise. Nach der dritten Sturmflut in Folge musste der Sitz des Internationalen Gerichtshofs in Den Haag geräumt und der Prozess kurzfristig nach Berlin verlegt werden.